Ja Leute, in diesem Video seht ihr das Unboxing von einem Samsung LED-TV 32 Zoll. Ja, das wird jetzt das größte und schwierigste Unboxing, das ich je gemacht habe. Das Teil ist schon etwas groß, also fangen wir mal gleich an. Ist ein 32 Zoll Fernseher, wie erwähnt. LED-Fernseher, 3D-fähig, 200 Hertz. Leider keine 3D-Brille dabei. Auf jeden Fall sieht der sehr cool aus. Und ja, schaut es euch einfach mal an. Hier haben wir dann als erstes ein Stück von einem Standfuß. Dann ein großes Styroporteil. Dann haben wir hier auf der rechten Seite den Standfuß. Sehr schick. Auch sehr schwer. Da müsst ihr wirklich drauf aufpassen, dass ihr den nicht kaputt macht. Und ja, auf der rechten Seite haben wir dann auch noch die Fernbedienung und das Stromkabel sowie diverse Adapterkabel. So. Hinterm Fernseher haben wir dann noch mal so ein kleines Package mit der kleinen Anleitung. Brauchen wir aber jetzt vorerst mal nicht. Und jetzt schauen wir mal, wie wir hier den Fernseher rauskriegen werden. So, Fernseher ist draußen. Sieht dann schon mal so aus. Jetzt werde ich ein bisschen die Kamera umstellen und dann geht's weiter. So, ich habe jetzt den Standfuß und alles eingebaut, drangebaut, zusammengebaut, wie man es sagen will. So sieht er dann aus. Ich finde, es ist ein wirklich schicker Fernseher. 80 cm reicht völlig für da, wo er hingehommt. Und ja. Dann zeige ich euch jetzt einfach mal die Anschlüsse. Einmal LAN, das ist fürs Internet. Dann haben wir hier einen Kopfhörereingang, einen Anschluss, den ich nicht kenne. Dann Antennenkabel, VGA-Kabel für den Computer. Eingang für den PC, fürs PC-Audio. Dann hier ein Adapterkabel für diese ganzen Komponentenkabel. Dann haben wir hier einmal HDMI, zweimal HDMI, dreimal, viermal, also hat vier HDMI-Anschlüsse. Dann einmal ein USB-Port, einmal ein Digital-Audio-Port und dann nochmal zwei weitere USB-Steckplätze. Das war es soweit von der Rückseite des Fernsehers. So, dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Preis von diesem Fernseher war 399 Euro beim Saturn. Wenn ihr den genauen Modellnamen haben wollt, er steht erstens oben in der, also oben im Titel. Und ich sage ihn euch jetzt, also das ist der Samsung UE32 D6000 Fernseher. Ist ein LED-TV mit 3D und Smart-TV-Funktion, also lauter Internetspaß von Samsung, was man vielleicht gar nicht braucht. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, könnt es auch gerne favoritisieren. Folgt mir auf Twitter und dann war's es mit dem Video. Ciao! Hast du mein letztes Video verpasst? Kein Problem. Klicke jetzt hier auf das Video, um es dir anzuschauen.